Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen romantischen geilen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut und es wird definitiv noch besser, denn Pike the Ripper ist tatsächlich, ja, er ist noch nicht direkt raus, man kann ihn nicht spielen, aber man weiß, wie er aussieht und man weiß, was er kann. Und bevor wir uns lange hier aufhalten, zeige ich euch erstmal diesen Trailer zu ihm. Den habt ihr auch noch nicht gesehen wahrscheinlich. Dum, dum, dum. Ja, da unten haben wir Swain und das, meine Freunde, ist Pike. Er erinnert sehr stark an den Schurken aus WoW, muss ich sagen. Vor allem mit den Blades. Wird vermutlich ein Support-Champion werden. Und hat eine Glatze. Zack. Das wird krass, Leute. Das wird echt krass. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich aber, what the fuck. Ja gut, ne? Und er ist schwarz tatsächlich. Also, ja, das ist mein Freund Spike. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn jemand schwarz ist, aber ich meine einfach, dass Riot versucht natürlich so ein bisschen die einzelnen, ja, Regionen mit einzubringen. Ja, das heißt Chinesen, Schwarze etc. Na, das finde ich jetzt eine coole Aktion auf jeden Fall. Wir schauen uns nur an, was denn der gute Pike kann. Ja, denn man weiß, was seine Skills sind und ja, grundsätzlich, er soll ein Support-Champion werden. Sieht halt übel krass wie so ein Schurke aus. Seine Passive ist super langweilig. Und zwar macht seine Passive, ja, ihr seht diesen grauen Balken. Der wird voll. Ich kann es mal größer machen, dann sieht man es ein bisschen besser. Der graue Balken wird voll und sollte er anziehen sein, dann regeneriert er das so ähnlich wie Tam Kench. Ja. Damage, geht in den Busch, ist anziehen und regeneriert jetzt, ja, sehr, sehr viel davon, ist langweilig, gibt's aber so direkt in dieser Hinsicht noch nicht und ist okay. Dann geht's weiter mit seiner Q, die ist schon sehr, sehr interessant und zwar bei seiner Q ist es so, kann er zweimal aktivieren, ich zeig's euch einfach erstmal einmal, kann's aufladen, dann kann er's werfen, zieht da jemand ran, haben wir gerade schon gesehen, er kann aber auch direkt stechen, einfach so, na, direkt auslösen, nicht aufladen, sondern direkt auslösen, Slout, ja, könnt ihr nochmal kurz sehen. Hat sogar ziemlich viel Reichweite, das heißt, er kommt von hier bis da. Super krass, also das ist wirklich weit. Muss man allerdings auch, wie groß ist der Skillshot? Na, wir können direkt alles beurteilen, ne? Skillshot ist relativ groß tatsächlich, ne? Wie schnell fliegt er? Ja, kann man dodgen, geht. Ja, und das, zack. Ja, macht sogar ein bisschen AOE, slowt, relativ gut. Dann geht's weiter mit der W. Die W ist der Ghost Water Dive. Ja, er kann sich, er wird Camouflage, ist schneller. Na, man kann hier sehen, kann, das deckt ihn auf, da kann man ihn sehen. Das alles, ja. Er wird Camouflage und schneller. Sollte er angreifen, wird er wieder aufgedeckt. Hält ziemlich lange auch hier, wir können direkt alles beurteilen. Ja, wir gucken nicht einfach, dass das für ein Skill sind. Wir gucken, wie lange hält das, wie viel Movement Speed kriegt er. Ja, wir sehen ja, wir haben es bei, wir aktivieren es bei 0,1. Ja, so ungefähr. Da, 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 da. Hält also locker so, ja, so 5, 6 Sekunden. Und er kriegt, ja, hier steht auch Significant Movement Speed. Also schon deutlich Movement Speed dazu. Klingt erstmal interessant. Dann geht's weiter mit der Phantom Undertow. Na, er dasht sehr weit tatsächlich. Und dieser Geist, der hinter ihm herkommt, stunt. Ist cool. Coole Mechanik. Gefällt mir, gibt's so auch noch nicht. Das heißt, wir können erstmal sehen, auch hier beurteilen wir natürlich. Ja, er dasht bis hier. Ich glaube, die Range sogar wird höher, je mehr Punkte er rein investiert. Das könnte natürlich beim Camouflage ebenfalls sein, dass es länger hält. Das weiß man nicht. Ne? Fliegt überall durch und stunt. Er stasht, der Geist kommt, bam. Hier arbeitet man so ein bisschen mit dem Flash. Ist auch ganz gut. Bei der Ult ist cool, ist innovativ, aber gleichzeitig auch ein bisschen alt. Ja, das heißt, bei der Ult passiert, er mag, das Ding hat einen X-Skillshot. Ne? Ist erstmal cool, weil er ist ein Pirat und X, ein bisschen Schatzkiste, Schatzjagd etc. Ne? Vielleicht weiß ich, ob es gewollt ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich glaube schon. Ne? Das Ding ist, es ist ein Execute. Wenn das Ziel wenig AP hat, dann stirbt es. Ne? Execute kennen wir, das heißt, so wie bei Veigar, wenn ein Ziel weniger AP hat, dann macht es mehr Damage. Hier ist aber Execute wie Urgot. Das heißt, wenn ein Ziel so und so viel AP hat, sagen wir, was ist das hier, 20%, dann stirbt er. Der ist instant weg. Einfach tot. Ne? RIP. Peng. Alle anderen kriegen Damage. Ja, die, die nicht in Execute sind, kriegen den Damage, den gleichen Damage. Peng, Execute. Peng, Execute. Was hieran sehr, sehr interessant ist, ist, dass es, das ist sehr, sehr interessant. Und zwar, wenn er
das Ziel killt, kriegt der, der als letztes irgendwie assistet hat, irgendwie so komplettes Kill-Gold und Kill-Credit. Ich weiß nicht, was Kill-Credit heißt, ob er dann Kill dann zugesprochen kriegt. Wäre ein bisschen komisch, weil dann hätte Pike einen Kill und der andere einen Kill. Oder Pike kriegt selbst nicht den Kill, das könnte sein. Auf jeden Fall kriegt der andere den Kill. Und das spricht sehr, sehr krass, dass dieser Dude ein Supporter sein wird, ja? Du als Supporter hast so ein Kit, killst da jemanden und dein AD-Carry kriegt das komplette Kill-Gold. Was wir gesehen haben, er kann das direkt wieder benutzen. Also er kann es mehrfach benutzen, wenn er ein Ziel damit umbringt. Ja, was fällt uns auf? Uns fallen einige Dinge auf. Zum ersten muss man sagen, es ist nicht schlimm, dass sich Skills ähneln, grundsätzlich. Ja, viele sagen immer, boah, das ist eine Mischung aus dem, den und den, ne, bei vielen Skills. Man kann das Rad nicht neu erfinden. Auch wenn ein MMORPG oder irgendein Spiel neu entwickelt wird, das hat immer irgendwas von WoW und von dem, man kann das Rad nicht komplett neu entwickeln. Ne? Das ist ganz, ganz selten. Ich finde, dieser Champ ist innovativ, sieht lustig aus, ich freue mich drauf, man merkt schon, ich bin ein bisschen gehypt. Ist eine coole Idee. Bei der Ult muss ich allerdings sagen, die finde ich doch sehr krass abgekupfert. Diesen unteren Teil mit dem Killgold verteilen finde ich unglaublich gut. Das ist geil. Du bist ein Supporter, du kannst killen als Supporter und wirst trotzdem dafür nicht bestraft, so als quasi, dass du geflamed wirst, weil du die Kills nimmst. Aber ich meine, hey, er springt in die Luft und er executed und er kriegt einen Reset, wenn er jemanden killt. Das ist mir ein bisschen zu viel. Fairerweise, meinem scharfen Auge entgeht nichts. Was uns auffällt ist, das Ganze ist ein Skillshot. Das ist cool. Bedeutet, er klickt nicht mal jemanden an wie Darius Bam, sondern es ist ein Skillshot. Es ist relativ dünn und das X zu platzieren ist, glaube ich, hier passt das, weil die nicht laufen, aber das ist unglaublich schwer zu treffen. Unglaublich schwer zu treffen. Was uns noch auffällt ist, das ist ein Dash. Das ist ein Dash. Na, es war hier, er ist jetzt da. Du kannst damit über Wände weggehen, etc. Das sieht man im letzten Clip ganz gut. Ja, das heißt, hier springt er nach vorne. Ne? Also, wie gesagt, bisher gefällt mir das Kit sehr gut, aber das ist die Ultimate. Man hätte es ja auch anders machen können. Warum geht er nicht nach unten ins Wasser und kommt von unten mit so einem Piekser hoch? Hätte man auch machen können. Ne? So, oder zieht den runter oder so. Gut, gehen wir weiter. Und zwar, wir haben ja natürlich hier noch Clips, die können wir uns anschauen. Ein bisschen Gameplay tatsächlich. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, wir haben hier Pike, der macht seinen Water Drive an, geht hier in den Jungle rein, dasht dahinter, stunt ihn also und killt ihn mit seiner Ult. Ja, passt hier ganz gut, Jarvan hat sich selber eingeschlossen in seiner Ult, so konnte er auch nicht aus dem X weggehen. Macht sich hier unsichtbar, dasht quasi auf das Ziel zu, geht hier wieder zu, die E stunt den Jarvan noch ganz knapp, hat ihn geslowt mit seiner Q und hinterher mit der Ult. RIP. GG. Dann haben wir noch einen Clip, meine Freunde, natürlich. Weiter geht's auf der Botlane Supporter, ja, Pike. Jetzt geile Sache hier. Ein Gank kommt, er geht dahinter, Flash durch. Der Geist geht durch die Gegner. Ich weiß nicht, ob es Ash noch getroffen hat. Kann sein. Und er kann jetzt hier quasi. Hat er es gerade gemacht? Ich glaube schon, ne? Oder? Kommt es noch? Hat er es hier gerade gemacht? Ja, dann nicht. Okay, dann kommt es wahrscheinlich jetzt. Ja, das heißt, hier geht er auch nochmal hinter. Zack. Hat ihn rangezogen. Cool, Mechanik. Na? Ja, das heißt, sollte er da irgendwo einen Kill machen, kriegt halt der AD Carry Assist. Das heißt, grundsätzlich wird es ein cooler Supporter werden, der gar nicht so einfach ist, wie er ausschaut, glaube ich. Denn, wenn wir sein Kit beurteilen, da die Passive ist ziemlich gut auf der Botlane, ne? Er kann Damage bekommen und heilt sich dann direkt wieder. Ist nicht schlecht. Du kannst in den Busch gehen, etc. Blablabla. Allerdings kannst du es countern. Anziehen. Anziehen bedeutet. Also, er kann das begrenzt countern. Das heißt, der muss natürlich ungesehen sein, logischerweise. Sollte der Gegner ein Ward in deinen Busch stellen, dann bist du nicht mehr ungesehen und deine Passive wird nicht ausgelöst. Natürlich kannst du jetzt ganz weit nach hinten gehen, das würde es auslösen. Dann würdest du aber dem Gegner Möglichkeiten geben zum Engagen. Die Q ist unglaublich gut zum Team. Die hat perfektes Support. Sogar wenn du keinen Damage baust, vielleicht weil du auf Tank gehst oder so. Keine Ahnung, ich denke, es wird ein Damage-Supporter sein. Hast du die Möglichkeit, du kannst den Gegner ranziehen oder slowen. Cooler Spell, ne? Die W ist halt, ja, okay, die ist geil zum Engagen, rein theoretisch, aber er hat ein E-Engage. Ich glaube, dieser Champion ist ein Mid-Game-Champ. Im Late-Game würde ich einen Rakan-Engage deutlich geiler finden, viel verlässlicher, viel mehr AOE, deckt deutlich besser ab, ne, geht schnell, zack, bam. Er dasht ein bisschen drauf zu, du kannst ein Camouflage, so ein Anti-Control-Ward stellen, so ein Ding. Also, ich würde sagen, das ist ein Early- bis Mid-Game-Champ. Im Late-Game wird er seine Momente haben, aber nicht mehr ganz so krass sein. Ultimate ist natürlich auch hier echt für Supporter gut, ne? Weil es ist ja
ein Fixwert wahrscheinlich. Ne? Vielleicht scales mit AD, vielleicht aber auch nicht. Ja? Das heißt, Fixwert 20%. Ob du jetzt 800 AD hast in 20% oder ob du 10 AD hast in 20%. Vielleicht scales mit AD, aber selbst wenn es nicht mit AD scaled, ist es trotzdem gut. Das ist, was ich sagen möchte, weil ein Supporter hat meist nicht so viel AD. Ne? Grundsätzlich denke ich, dass dieser Champion auch auf anderen Lanes spielbar ist. Können wir aber mal beurteilen. Meint ihr, es geht? Seine Passive kann man auf jeder Lane procken, das ist gut. Die Q ist ein Skillshot, die wahrscheinlich beim ersten Ziel hängen bleibt. Was uns auf... Also, man weiß jetzt leider nicht, wie groß hier. Wird das vielleicht hier angezeigt? Ja, okay, das ist das Q, wenn er es direkt einmal aktiviert. Geht relativ weit, aber ich denke, er hat kein Wave Clear. Das bedeutet... Nee, er hat einfach kein Wave Clear. Das Ding ist, du kannst den Typen also entweder jungeln, aber auch da fehlt der Wave Clear. Jungling könnte, da könnte ich mir komplett vorstellen. Du musst hier mal schnell bauen, dann würde es gehen. Er hat, glaube ich, keinen guten Clear. Die Swells sind alle so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber im Jungle wird es halt komplett aufgehen mit der W. Du läufst aus dem Jungle, unsichtbar auf die Lane, GG. Richtig krass, richtig cool. Aber auf den, auf weder Midlane noch Toplane, da geht's nur bedingt. Kein Wave Clear, nix, weiß ich nicht. Kannst nichts mit anfangen. Ja, ich find's gut, dass hier unten ein Skillshot ist, das heißt... Ja, hier sieht es so einfach aus, aber ich denke, sehr, sehr viele werden die Ult einfach verfehlen, ne? Das ist echt ein dünner Skillshot. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Leute, ich bin auch sehr, sehr hyped, muss man schon sagen. Freue mich natürlich auf eure Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt, ja? Itembuild, irgendwas, was ich nicht erwähnt habe. Ich lese was gerne, gerne durch, ne? Haut's unten rein. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.